Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum Ökonomischen IQ, euer Kanal für Wirtschaft, Finanzen und Erfolg. Heute ein sehr polarisierendes Thema, und zwar das Kurzarbeitergeld bzw. die Verlängerung. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Ihr seht das anhand des Spiegelartikels. Sogar einige CDU-Mitglieder oder CDU-Herrschaften sahen es so. Sabbatical auf Staatskosten, das ist natürlich nicht der Sinn der ganzen Veranstaltung. Das ist auch nicht Sinn der Veranstaltung, dass Unternehmer oder Unternehmen, die eigentlich relativ normal weiterlaufen, dass die ihre Kosten, die Kosten für die Arbeitnehmer auf den Staat umlegen. Das ist nicht Sinn der Sache, wird aber gemacht. So, jetzt sehen wir auch, was es kostet, und haben da unseren obersten Treuhänder, den Finanzminister Olaf Scholz, mal genommen und messen ihn an der Aussage, dass das Ganze bezogen auf ein Jahr 10 Milliarden Euro kostet. Das ist natürlich weit gefehlt. Der Betrag ist deutlich größer. Wir rechnen es mal kurz vor. 6,7 Millionen Kurzarbeiter, Kurzarbeit gleich Arbeitslosigkeit, kann man auch sagen, hatten wir im Mai. Und wenn wir mal von 6 Millionen ausgehen und 1.500 durchschnittlich an Aufwand pro Person, 1.500 mal 12 Monate und mal 6 Millionen Menschen, dann landen wir bei 108 Milliarden Euro. Das weicht also stark von der Schätzung von Olaf Scholz ab. Da sieht man mal, Umverteiler können nicht so gut rechnen. Wir sagen das mal leicht suffisant an der Stelle. Bei 7 Millionen Kurzarbeitern läge der Betrag bei 126 Milliarden Euro. Ja, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also ihr seht, irgendwo hat er sich da ein bisschen vertan. Allerdings hat er natürlich kreative Lösungen, wie er das Ganze finanzieren möchte. Das seht ihr auf der nächsten Folie. Und natürlich möchte Olaf Scholz, das ist auch sehr populär im Vorfeld der Wahl, die nächstes Jahr im Herbst 2021 stattfindet, möchte er natürlich die Gutverdiener, den Neidfaktor ein bisschen ausspielen, melken, und wenn jemand 100.000 und mehr verdient, dann darf er bitte schön auch mehr bezahlen. Ob das der richtige Anreiz ist, Leistungsanreiz, das sei mal dahingestellt. Die Geschichte ist auf jeden Fall alles andere als kreativ. Wohlstand schaffen, anstatt ihn umzuverteilen, das sollte das Motto sein. Aber gut, im Vorfeld der Wahlen, und natürlich sind die Leistungsträger, die mit den 100.000, sind nicht so diese Wählergruppe in der Mehrzahl. Insofern ist das schon klar, wie das motiviert ist. Kommen wir zum Fazit. Wir sehen grundsätzlich das Kurzarbeitergeld als eine kurzfristige Lösung, um kurzfristige oder etwas zeitlich limitierte Umsatzausfälle auszugleichen, dass eben die Kosten für die Mitarbeiter auf den Staat umgelegt werden können. Dann ist es durchaus ein probates Mittel, sollte aber wirklich auch auf einen Zeitraum von wenigen Monaten beschränkt sein. Kurzarbeit gleich Arbeitslosigkeit, das ist definitiv das, was man so sagen muss. Man versucht hier die Geschichte zu verschleiern, eine Art Nebelkerze zu zünden, dazu noch später. Viele Unternehmen, das hatte ich schon gesagt, lagern ihre Kosten auf die Allgemeinheit, auf den Staat um. Das ist natürlich überhaupt nicht moralisch gut anzusehen, sollte man nicht machen. Und wir müssen auch sehen, dass falsche Anreize gesetzt werden. Wenn jemand 1.500 Euro vom Staat bekommt oder als Kurzarbeitergeld, dann hat er gar nicht das Bedürfnis und den Antrieb, sich zu verändern in eine für ihn nicht unbedingt direkt erkennbare neue Anstellung. Und vor allen Dingen für ein paar hundert Euro mehr macht das vielleicht auch der ein oder andere nicht und sagt sich dann, na gut, dann genieße ich halt die freie Zeit. Und daraus folgt natürlich auch, dass diese Mitarbeiter, diese Arbeitskräfte gar nicht für Unternehmen verfügbar sind am Arbeitsmarkt, die aktuell auch normal weiterlaufen. Die gibt es ja durchaus, die Mitarbeiter suchen. Das heißt, diese Arbeitskräfte sind nicht verfügbar im Rahmen der falschen Anreize, die gesetzt werden, einmal mehr. Und natürlich geht es um Machterhalt im Rahmen der Bundestagswahlen. Das ist sehr populär zu sagen, ja, wir stellen uns jetzt hier als barmherziger Samariter dar, verlängern das Kurzarbeitergeld, verteilen Geschenke gegen Wählerstimme, so läuft das ganze Spielchen. Und natürlich ist die Mehrzahl und 6,7 Millionen Menschen, das sind schon ein paar Wählerstimmen. Das muss man mal ganz klar und deutlich so sagen. Natürlich ist es auch nicht gut, wenn das ein oder andere Unternehmen jetzt nicht vom Markt verschwindet. Wir hatten das schon öfter mal skizziert. Die Insolvenzanmeldepflicht wurde nach wie vor ausgesetzt, auch die Bankenabschreibungspflicht. Das bedeutet letzten Endes, die kreative Zerstörung, die sehr wichtig ist für die Zellerneuerung einer Wirtschaft, findet aktuell nicht statt. Alles Nebelkerzen, die gezündet werden, um die wahren Probleme zu verschleiern und im Dunkeln zu lassen. Und deswegen taufen wir auch unser Kabinett aktuell als Nebelkerzenkabinett
mit einem Augenzwinker natürlich leicht schmunzelnd, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall so. Ja, wir hoffen, dass euch der Beitrag gefallen hat. Kommentiert das Video. Wir sind gespannt, was ihr für eine Meinung habt. Folgt uns weiterhin auf Twitter unter der_IQ und abonniert unseren Kanal. Bimmelt die Glocke, damit ihr kein Video von uns verpasst. Bleibt uns weiterhin treu und bleibt uns wohlgesonnen. Vielen Dank und bis bald.